Kurz bevor er tot ist. Man kriegt ihn aber nicht abgelenkt von dir, doch. Bin tot, bitte nicht sterben, bitte nicht. Ich hab ihn gerade gestunt. Gut, aber bitte nicht gleich alles kaputt machen, denn ich will auch noch irgendwie XP haben. Sorry, ja, aber. Also. Ja, genug hast du noch, also so schnell geht er jetzt nicht down. Ich muss eher warten auf dein Healing, bevor ich ihn down krieg. Ach so. Ja. Scheiß Peacock in der Nähe! Ja, das ist doch hier, ne? Jetzt powert er gerade wieder richtig auf. So, ich heile wieder eine Runde, so. Okay, und ich spring gleich drauf. Das wäre die Premiere heute. Ja, eine Pro-Premiere. Nein, ich bin da und töte ihn noch nicht. Ja, das wäre ziemlich gut. Ich habe so lange jetzt durchgehalten, dann jetzt gerade ausgerechnet, muss er mich töten? Das ist ja unglaublich, ey. Ja, das stimmt schon, das ist wirklich nervig manchmal. So, greif mal eine Runde an und dann... Und bin auch mich. Ich hoffe, das war beide getroffen habe ich. So, jetzt nur noch den... Oh, 9 HP noch. 9 HP. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ja, kein Dank hier. Für dieses freundliche Heal. Und jetzt bringen wir das Ganze doch mal jetzt zu Ende, würde ich sagen. Boah, ey, der will nicht sterben. Der hat keine Lust. Der hat einen Sprung in der Platte. Der Quest 280. 278. Alter. Nice, ich bin Level 6. Ja eben, und genau das meine ich. Das ist beim Freund von mir auch gewesen. Der ist von Level 6 auf Level 16 hoch wegen einem Quest. Ich habe ein Common Silk Chest Armor plus 40 bekommen und habe jetzt einen 34er an. Das gibt aber mir weniger HP. Ich bin fast Level up, Alter. Ist einer von euch eine Mage? Also nee. Ey, ja doch. Ja, doch, ich. Erst Mage. Und ich brauche noch 4 XP, dass ich das nächste Level habe. Ich brauche ein bisschen weniger als du, weil du wahrscheinlich auf der Reise hin mehr gefarmt hast als ich. Ja. Hier, ich hab dir mal die ganzen Mage-Sachen, Alter. Ich hab nur eins bekommen. Und zwar so ein scheiß Ding. Das hat weniger HP, dafür 0,2 mehr Armor und 0,3 mehr Resi. Dafür Regeneration 0,4 mehr und Critical Hit weniger. Tempo dafür um etwa 5% mehr. Alter, da bist du richtig schnell, glaube ich. Krass. So, Power habe ich jetzt 20, ey, richtig krass. Also man levelt also mit den Viechern doch ganz schön schnell. Also hat es sich ja wohl doch anscheinend gelohnt. Doch, was ja, wenn du ja hast. Jetzt habe ich nur so einen Dagger, ne? So ein Dagger ist für... Oder? Ne, ich habe 2, gut, ich dachte schon. Nee. Plus 10, das kann ich verkaufen, Junge. Ich habe einen plus 40er. Ja, ich gebe dir einfach nur die Mage-Sachen, die kannst du dann gerne auch verkaufen. Das ist mir relativ egal dann. Hey, ja. ich hab neue Schuhe. Fuck, man. Die sind Stärke 40, Boots. Die sind genau auf die Stärke, die ich auch hab. Plus 10, kannst du knicken, plus 36. Ich bin sogar unsichtbar. Ja genau, das ist so eine Fähigkeit vom Ding. So, dann fresse ich doch mal was. Was esse ich denn heute? Ananas-Scheiben. Also du wirst immer mehr unsichtbar, desto länger du stehen bleibst, so nebenbei. Ja, das habe ich gerade bemerkt. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, also... du musst es dazu höher leveln, damit du es höher bekommst. Und damit will ich gar nicht mehr leben. Und nebenbei, desto höher du es levelst, irgendwann tust du während dem Laufen sogar also auffüllen. Das habe ich mal ausgetestet. Einfach mal alle Skillpoints drauf. Cool. Dann sehen mich die Gegner nicht mehr, oder was? Ja. Also gute Sache, hat's dir. Vor allem sehe ich, dass sich meine MP auf einmal auffüllt, wenn ich das nutze. Ja genau, und dann werden deine Angriffe stärker. Wenn du unsichtbar bist, dann werden deine Angriffe stärker. Ranger, Warrior, hier noch was für dich. Warrior,
Warrior. Warum? Das sind ja alles Rezepte. Ich brauche ja Sachen zum Anziehen. Ich brauche keine Rezepte. Ja, ich habe die einfach für dich, also. Stimmt, ich habe noch zwei Leftovers. Ich könnte aber trotzdem mal diese Rouge-Rezepte droppen hier zum Beispiel. Hier, nimm dir mal die Rezepte, die an da am Boden leben. Pascal. Ja. Nimm dir mal die Rezepte, die hier am Boden liegen. Ich dropp dir die. Ja, will jemand eine Kerze haben? Hier. Was kann ich damit machen? Nix. Da, die Boss. Ja, die brauchst du nicht. Und hier, Till, ich dropp dir mal Mage-Sachen. Also Mage-Rezepte. Juhu, ich hab fast nix, so. Ey. Mehr habe ich nicht von den Mage-Rezepten. Okay, gut. So, was wollen wir jetzt als nächstes tun? Es ist endlich wieder Tag geworden. Wir wandern jetzt zum nächsten Quest und dann zu Ikaron. Ikaron City. Gut, das machen wir. Machen wir das? Ja, machen wir das. Machen wir das. Machen wir das, weil es jetzt gerade schon 3:40 Uhr morgens ist. Ja, schon wie, ey, das stimmt sogar, oh nee, das stimmt mit der Sommerzeit überein, die wir hätten. Dann so zwischendurch meine Aufnahmepause, so vielleicht zum was trinken und so. Du kannst es auch während der Aufnahme machen, das ist, wenn du willst. Das ist sogar besser. Weil ich trinke auch immer während der Aufnahme, mir ist das vollkommen egal. Level up! Weil meistens ist das Mikro ja nicht so laut, dass man es dann hört. Und wenn, authentisch nennt man sowas. Wenn du ein Bier öffnest, ist es alles gut. Ja, da kommt zum Beispiel richtig gut an, weil er das auch immer macht. Nicht immer, aber ab und zu mal. Riding? Soll ich auf Reiten ziehen? Hangglider würde ich jetzt mal skillen. Gemacht. Hey, du bist ja schon Level up. Eben. Ich brauche jetzt 461. Warum seid ihr? Dein Vogel sieht echt lustig aus, dein Peacock. Ja, da kommt schon überall rein. Ah, Plane Runner, Entschuldigung. Ich habe einen Peacock. Ich hab den Schwanz im Arsch. So nennt man einen Penis, den Vogel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er hat seinen Cock genannt, weil er Peacock heißt. Nee, warte, er ist jetzt Big X. Dicke Eier. Big X schreibt man aber anders. Ja, ich glaub mal einen Schreibfehler gemacht. Das Doppel-G kommt beim zweiten G hin, nicht beim ersten G. Der Duden. Der ändert sich auch alle Jahre zweimal. So, Norden, oder? Wie kann man den nochmal umbenennen? Ach genau, Slash Name. Was? Slash Name. Wir segeln nach Norden, ist das richtig? Weiß ich nicht. So, ich gehe einfach mal dahin. Ja. Ich lande mal hier, wenn wir können. Juhu! Wir müssen nach Westen, Leute. Wir Ascon müssen nach Westen. Canyon? Wir müssen nach Westen. Wollen wir Ascor Canyon oder was? Nee, doch, Asrock, genau. Asrock Canyon. Das sehen wir noch vorbeifliegen. Mit. Genau, und dann gehen wir zur Hauptstadt. Oh, ich hab vergessen, wieder die Leertaste drücken. Fail. Damina. Hier ist ein cooler Berg. Plus Wald. Also ich finde den Map Generator mal 100 mal besser als in Minecraft. In Minecraft, genau. Aber es gibt ja auch so ein Konkurrenz-Ding zu Minecraft. Das hat, glaube ich, auch schon Gronkh vorgestellt, im Sinne, also... Ja, genau. Nicht Terraria, was war das? Was sogar konkurrenzfähig sein könnte, weil die Grafik richtig geil aussehen soll. Ja. Auch, aber ich weiß bloß nicht mehr, wie es heißt. Auch nicht. Aber es ist ja noch eine Alpha-Faser. Es finde ich auch jetzt Cube World in dem Sinne. Es ist eine Alpha, oder eine Beta, keine Ahnung. Und es hat... Man kann es wirklich schon zocken, wie... ich finde, es gibt Spiele. Die veröffentlicht worden sind, also vollständig veröffentlicht, haben die sogar manchmal weniger Feature als jetzt Cubeworld in dem Sinne. Es gibt richtig, das stimmt. Genau, da habe ich auch im Let's Play einmal gemeint, ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel heißt, das hat mir mal ein Kollege erzählt. Das war wirklich ein Spiel, das haben sie auf Steam in der Gold Edition rausgebracht. Das war Alpha-Status.
Da, also Pre-Alpha-Status sogar wirklich noch mit Platzhaltertexturen und so allen möglichen Scheiß. Hilfe! Und das haben sie für 80 € Gold Edition rausgebracht auf Was? Steam. So, fuck. Das ist ja ein Nee, bisschen abzockerei. Astral Canyon ist nicht mal das, wo wir hin wollen. Wisst ihr, Wir wo ich müssen. bin? Ich weiß, wo ich bin und das ist gleich. Gut, ja, bin ich schon. Bin wirklich. Okay, wir gehen jetzt zum Schwert. Richtig? Ich Sein. segle dahin. Ja, ich spawne hier am höchsten Punkt wieder. Ich bin voll im Arsch. Bis mal. Nein! Tot. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr dahin. Meine Zuschauer werden jetzt, das erleben, das sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Was denn? Achso, bei mir. Ich versuch's mit 4 Punkten Mana, Stamina, beziehungsweise. Ja, ich hab's geschafft. Juhu! Mal schauen. Alter Scheiße, wo bin ich denn gespawnt? Leck mich im Arsch. Gar nicht mal so weit von mir entfernt. Nein! Nein, komm an, ich bin auf dem höchsten Berg da. Du bist einfach nur auf der anderen Seite vom Canyon. Mir ist da nichts drauf. Darf ich es da rüber? Ich glaube eher nicht, aber das wird jetzt. Ja, werden wir jetzt zeigen. Ach, Pascal, du bist wieder angegriffen, oder? Ja. Hm, schade, schade. Hinter mir sind so drei, vier, keine Ahnung, Bogenschützen und ach, hau mich tot. Und so Schwertkämpfer. Boing. Mal wieder auf den Berg. Ich renne jetzt von Berg zu Berg. Jetzt haben wir Maulwürfe hinter mir. Die sind süß. Ich bin gerade eben gestorben. Schön, dass ich schnell. Jetzt sind aber fünf Maulwürfe plus Bogenschützen plus. Ah, ich bin voll im Arsch. Hui, Lands of Ikron, was stimmt ja. Ikron, ja. Stimmt schon. Sind schon in dem richtigen Land. Wir waren gerade eben nur in einem Canyon drin. Ich segle schön dahin. Hey, danke, aber dass du mir den Hangglider hier ge gebracht hast. Bitte. Finde ich jetzt wirklich nice. Nein, ich lege hier noch keine Bruchlandung. Das könnt ihr Guck, mir und sagen. genau deswegen habe ich auch am Anfang vom Let's Play gemeint, Level Hangglider. Das ist echt geil, ey. Durch den Canyon bin ich nur von Berg zu Berg geglitten, sozusagen. Eben. Du hast nie wieder Probleme. Vor allem, du kommst mit einem Hangglider genauso gut übers Meer wie mit einem Boot. Scheiße. Bloß mit einem Boot halt trotzdem noch ein Ticken schneller. Ja, ich glaube, ich skill jetzt mal auf. Hangliding. Ah, Lol, falsche Taste. das ist ja schon wieder Nein! ein Baum. Gummy Tree ist es diesmal. Fuck, Ich habe Alter. anstatt EQ gedrückt. So, ich kill jetzt hier noch so ein paar Kühe. Dann mal wieder das Tier. So, komm her. 5 XP. Lol, ich hab die Kuh Insta gekillt. Scheiße. Oh, blöde. Ja, nee, weil ich dann jetzt meine eine Attacke umsonst eingesetzt habe. Ach, so ist das. Nicht, weil ich bin nicht traurig, dass ich die Insta gekillt habe, sondern traurig, dass ich meine Attacke dann falsch eingesetzt habe. Galbal, was ist denn das hier? Ist wie man auch den sagen kann. Ah, nein, 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 hör auf. Nein, ich will raus. Ich back hier gleich durch. So. Du spackst gleich durch. Nee, da ist Orange. Du Das ist noch backst nicht gleich. gut. Ja, backe Kuchen. Alltag zweimal. Level up. Danke. White Brauchst du auch noch Chocolate. 460 XP? Ich brauche 400 58 XP. Das ist besser geskillt. Wizard, 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 Wizard. Weg die Soße. Was mache ich jetzt als nächstes? Ich gehe jetzt wieder auf Petmaster, gib meinem Tier wieder 3 Leben mehr. Du bist jetzt da vorne. Ey, wenn ich da bin, wo du vorhin warst, dann bist du da wieder, wo du jetzt bist. Das ist Duden Deutsch. Hallo, Lemons. Nein, 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 nein. Komm ich schon nahe. Da oben sehe ich den Herrn aus dem guten Abendland. Wow. Den haben wir doch schon mal gesehen, nicht? Bin in den Gummy Tree.
Ja, irgend so ein Bär, so ein Baum haben wir schon mal gegeben. Schau, wie der alles aussieht, wenn er am Schleichen ist.